Hallo, so eine richtig nützliche Technik, die viele von euch wahrscheinlich vom Hörensagen kennen. Der eine oder andere wird sie auch schon benutzen. Für diejenigen, die es noch nicht benutzen oder sich einfach noch nicht aufgerafft haben, das mal öfter ausprobieren. Hausaufgabe machen. Und dann entscheiden, ob es wirklich sinnvoll ist oder nicht. Ganz kurz, worum geht's? Back Button Focusing. Und zwar haben die Kameras und generell als Daumenregel, je teurer die Kamera und je größer die Kamera, desto mehr haben sie das, beziehungsweise haben sogar zwei Buttons dafür oder nur einen. Und zwar gibt es dann in der Regel hier einen Button, AEL bei der Sony oder Autofocus On bei der Canon. Und was ich mache, ist darauf den Fokus legen. Und ich erkläre gleich, warum und wie genau ich das mache und warum das vor allem bei so einer Systemkamera eigentlich sogar noch cooler ist als bei einer Spiegelreflex. Also, was ist der Sinn davon? Standardmäßig ist es ja so, dass wenn ihr den Fokus-Button drückt, dann wird auch fokussiert, wenn ihr halb drückt, wird fokussiert und beim ganz Durchdrücken wird abgedrückt. Und das funktioniert ja prinzipiell auch. Was ihr aber sicherlich schon häufig gemacht habt, ist halt fokussieren und dann eben Fokus verschieben. Und das wird dann schnell nervig, wenn man mehrere Bilder macht. Und das ist ja klar, ne? Wir Fotografen machen nie nur ein Foto. Nie nur ein Foto. Weil mit 15%iger Wahrscheinlichkeit ist, jedenfalls nicht für Menschen, ist die Person gerade am Blinzeln. Oder gerade am Reden oder sieht sonst doof aus. Immer mehrere machen. Und das heißt, ich muss ja mehr machen und das ist irgendwie doof. Und deswegen kann ich hier den Knopf nehmen und darauf den Fokus legen. Und das heißt, ich fokussiere und dann kann ich mehrere Bilder machen. Ich muss nicht jedes Mal neu fokussieren. Und das ist gängig. Bei Spiegelreflexkameran gibt es dafür eben diesen Autofocus-On-Button, wie er bei Canon heißt. Dafür hat man den, der wird auch viel benutzt. Und das ist noch relativ intuitiv verständlich. Das ist vor allem für uns Sportfotografen auch noch sehr nützlich. Weil gerade wenn ich so im Wald oder so unterwegs bin, dann habe ich häufig Bäume im Weg. Wenn ich Sachen fotografiere oder Menschen fotografiere, die sich nicht schnell bewegen, kann ich das nutzen, um halt zu fokussieren. Und wenn ich sicher bin, dass der Fokus sitzt, dann kann ich ein paar Fotos machen und muss keine Angst haben, dass eben ein Baum dazwischen ist. Das ist zum Beispiel dann nützlich für mich, wenn ich mit Blitz arbeite. Der Biker kommt angedüst, ich will gleich ein paar Fotos machen, dann pre-fokussiere ich schon auf den Bereich, wo ich weiß, dass der Blitz hinleuchtet. Dann mache ich ein Foto, wenn er da durchdüst und dann kann ich ihm wieder folgen. Und da muss ich keine Angst haben, dass genau in dem Moment, weil mit Blitz habe ich nur einen Schuss, dass genau in dem Moment der Autofokus an irgendeinem Baum hängen bleibt. Das passiert halt schon mal. Und da bin ich sicher, dass es nicht der Fall ist. Dazu mache ich das bei der Canon so, dass ich Continuous Autofokus anhabe. Das heißt, solange ich den Knopf gedrückt habe, habe ich Continuous Autofokus mit Follow und allem. Und wenn ich das nicht will, lasse ich los und ich bin automatisch quasi im manuellen Fokus. Das ist zum Beispiel praktisch bei Skifahrern. Die fahren ein Stück, dann bleiben sie stehen und gucken. Und dann fahren sie wieder ein Stück und bleiben wieder stehen. Die haben ständig dieses Stop and Go. Oder auch bei Kletterern. Die bewegen sich in der Regel nicht so furchtbar schnell. Das heißt, der klettert ein Stück, zügig vielleicht, dann kommt eine schwierige Stelle, dann ist er eine Weile da am Tüfteln. Und der Kopf bewegt sich dabei aber nicht furchtbar viel, so in der Höhe jedenfalls nicht. Und das heißt, dann kann ich fokussieren und dann kann ich da ein paar Bilder machen, die Kamera freischwenken, ohne dass ich Sorgen haben muss um den Fokus. Das ist speziell bei der Canon 6D ein Thema, weil die nur einen Kreuzsensor hat und generell nicht so viele Sensoren hat. Die ist ja ein bisschen old-fashioned, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen altmodisch in dem Sinne. Und da bin ich sehr froh, wenn ich nicht jedes Mal fokussieren muss, weil ich dann irgendwie auch einen Fokuspunkt finden muss, der irgendwie nützlich ist. Also sehr praktisch. So, und das Spezielle jetzt bei Systemkameras ist, dass ich hier nicht den Fokus draufgelegt habe. Der Fokus ist bei mir auf dem Button. Aber ich habe hier draufgelegt, auf das AEL-Button habe ich gelegt, wechseln zwischen Autofokus und manuellem Fokus. Die Wirkung ist quasi dieselbe. Ich fokussiere, ich drücke den Knopf, dann bin ich im manuellen Fokus, das heißt, der Fokus wird nicht neu bestimmt. Und weil die Systemkamera ist, habe ich Fokus-Peaking und ich sehe, wo ich bin. Das heißt, wenn ich aus Versehen verstelle oder der Mensch sich bewegt und ich merke das nicht, dann sehe ich, dass es nicht mehr stimmt wegen dem Fokus-Peaking. Ja? Viel praktischer als bei der Spiegelreflexkamera. Das nutze ich also wirklich gerne. Oder wenn er sich ein bisschen bewegt und ich habe die Kamera sowieso so, kann ich vielleicht auch eventuell einfach ein bisschen manuell nachjustieren. Je nachdem. Gerade so die Geschichte mit irgendwie auf Augen fokussieren. Also das nutze ich wirklich extrem viel. Und das Praktische an der Sony, ich kann das ja nicht oft genug sagen, ist ja dieser geile Griff, der für meine Hand einfach, der ist für meine Hand gemacht. Und deswegen kann ich sie so gut einhändig halten und kann den Daumen, ihr seht das, ich kann die Kamera halten, ich kann den Daumen bewegen. Das kann ich ja zum Beispiel in der Fuji X100T, die jetzt gefühlt ungefähr gleich schwer ist, kann ich das nicht, auch mit dem Batteriegriff nicht, weil die nicht ausbalanciert ist. Und die ist ausbalanciert, ich kann die Kamera gut so halten, weil ich den Finger gegen das Objektiv drücken kann und kann den Daumen hier wegnehmen, kann den völlig frei bewegen. Also ich habe das wirklich häufig, dass ich irgendwo an der Wand hänge und ich kann alle Knöpfe bedienen einhändig, einschließlich eben dem AEL-Button.
Und bei der X100T, habe ich das so, da habe ich manuellen Fokus an, weil hier bin ich ja mit dem Autofokus nicht zufrieden. Dafür ist hier das Fokuspeaking viel besser als bei Sony. Irgendwas zu meckern habe ich ja immer. Ne? Das heißt, wenn ich die Kamera so halte, dann kann ich nämlich den AFL-Button nehmen. Darauf habe ich den Fokus. Das heißt, wenn ich draufdrücke, fokussiert er. Wenn ich loslasse und das Gefühl habe, das stimmt noch nicht, dann kann ich manuell noch feinjustieren. Und weil das Fokus-Peaking so gut ist, sehe ich auch, was ich da mache. Also ich habe quasi das Beste aus beiden Welten. Ich habe einen Autofokus und wenn der gerade mal wieder nicht funktioniert, dann habe ich den manuellen sofort zur Hand und muss nicht erst noch den Knopf suchen und umdrücken oder so, sondern ich habe es quasi automatisch schon. Also eben Hausaufgabe, das einfach mal eine Woche machen und dann entscheiden, nee, das ist doof und die Profis haben alle Unrecht und es gibt keinen Grund, auf einer Profikamera den Knopf zu haben, weil es doof ist. Oder halt merken, es hat vielleicht doch einen Grund und vielleicht ist es doch gut. Je nachdem. So, ich fange an zu labern, ich höre auf. Schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Daumen fokussieren mit dem Backbutton fokussieren. Tschüss.